da sind wir wieder. Hallo, hallo aus Funchal von Madeira. Ja, genau. Madeira ist eine Insel von Portugal. Und das Klima ist hier immer gleichbleibend, so wie jetzt. Wir sind hier in einem schönen, ich sage jetzt mal, botanischen Garten, der hier am Rande der Altstadt sich befindet. Mittendrin, ja. Funchal. Ja. Unweit davon ist hier der Hafen, da vorne. Und ja, da kann man, wenn du ein Stück hierher kommst, da kann man so ein kleines bisschen Schiff im Hintergrund sehen. Ja. Da stehen zwei AIDAs im Moment, riesige Schiffe. Ja, da kommen wir aber nachher noch hin. Man kann hier auch mit einem Bus fahren, ein Doppeldeckerbus, der oben so Cabriolet ist. Ja, Hip-Hop-Reisen genannt. Wir sind nur zu geizig dazu. Da gibt es so drei Reiserouten, die sind nach Farben eingeteilt. Was war das? Rot, Grün, Blau und City exklusiv oder so. Liegen so pro Person bei 27 Euro. Moment, die kleinste Tour, ne? Die kleine Tour, 27 Euro. Es könnte schlimmer werden. Ja, genau. Und ja, und dann fährt man dort bestimmte Reiseziele an. Sehenswürdigkeiten in und um Funchal. Zur rechten Seite übrigens gibt es eine Live-Webcam, die ist immer geschaltet. Ich weiß nicht, wo die hängt. Und die könnt ihr bei YouTube finden. Müsst ihr mal gucken. Dann könnt ihr immer in diesen Streifen da reinleuchten mit der Gastronomie, mit den Taxen. Ja, ja, alles muss bewässert werden. Hier sind immer die Gärtner zugange. Ja, das muss auch sein. Ja. Ja, der ewige Frühling hier, ne? Ja, Lifestyle. Ja, im Hintergrund hört man so ein bisschen Live-Musik. Wenn wir das hören, dann hoffen wir immer, ja, das dass wir keine Urheberrechtsbeschwerde bekommen. Ja, immer so ein Dudu von YouTube. Ja. Ja, und dann müssen wir vielleicht den Teil ausblenden, also zumindest vom Ton her. So, hier ist jetzt gleich eine parallel liegende Einkaufsstraße zum Hafen hin. Der Hafen direkt vor uns. Einfach diese Richtung. Das ist zu schmal hier für drei. Geh mal vor. Ja. Ja, das ist so hier die Champs-Élysées. Wobei man sagen muss, dass Funchal riesig ist. Es hat also unglaublich viel zu bieten. Monumentale Gebäude. Hier kann man stundenlang laufen und man sieht immer wieder was Neues. Das ist ein Begriff, hier kriegt man diesen typisch klassischen Madeira-Wein. Ja, sehr schwer, ja. Schmeckt super, man wird dick davon, aber nicht betrunken. Ja. Hat so ein bisschen was wie, so ein bisschen mandelig schmeckt er. Ja. Hier kann man also sogar Jahrgänge bekommen von diesem Wein, ich sag mal aus dem Geburtsjahr. Ja, das ist ein ganz tolles Geschenk sowas. Ja, die haben also so lange Gewölbe, die sind so dunkel gehalten und da lagern dann diese ganzen Jahrgangsweine. Man muss natürlich auch die richtige Portemonnaie-Füllung haben, um so eine Flasche dann zu erwerben. Aber das kennt man ja auch. Also ich weiß, in Paris zum Beispiel, da gibt es auch einen Laden, da kann man dann, ich weiß nicht, was jetzt, Whisky oder ich weiß nicht, irgendwo so ein alkoholisches Ding kaufen. Wirklich utopische Preise. Was ist denn das für ein interessanter Wagen da? Eis oder was hat der? Ja, das sieht so ein bisschen aus nach Fast Food, ne? This van runs on smiles. Ja, oder vielleicht so Frischwaren, Obst. Ja, sieht nach Obst aus. Ja. Gehen wir mal rechts runter. Sieht schön aus. Wie du möchtest. Ja, jetzt ist rot. Dann halten wir uns mal an die Regeln. Geht ja auch für uns. Ja, hier ist alles voll. Hier ist nur das große Krabbeln angesagt. So.
Was ist es denn jetzt? Online-Menü. Foodtruck. Was hat er denn jetzt genau? Das sieht nach Obst aus. Foodtruck. Marmelade. Ja, ich sag, das sah so ein bisschen nach Müsli aus, nach Körnern, was da reinkam. Tja. Kornkaffee. Ja, das Wetter ist fantastisch. Wir haben 24 Grad. Fühlt sich unglaublich erholsam an. Überleg mal, wir haben jetzt seit Monaten mit Winterklamotten in unserem Haus gesessen, ja? Ja. Es ist zum Teil so kalt, dass nur noch die Nasenspitze rausguckt, wenn wir im Bett liegen. Und ich habe immer so von meinem geistigen Auge, dass sie blau sein könnte. Wir schlafen unter drei Decken. Und jetzt das hier, ich sag euch, das fühlt sich an wie ja, in unser Paradies auf Erden. Da gibt es gar keine Heizung, da ist nichts eingebaut, da ist keine Klimaanlage drin, kein Heizkörper, kein nichts. Das ist ja einfach nicht notwendig. Wenn es hier kalt wird, haben die ja gesagt, in der Gegend da war unten in der Orca-Bucht, dann sind das da 12 Grad. Und da sagen die sich natürlich auch, die solche Hotelanlagen entwickeln, für was willst du das Geld ausgeben? Mhm. Das ist ja Quatsch. Ne? Mhm. Und im Norden von Madeira sieht das ja schon anders aus. Ja. Ah, Pizza Hut. Mhm. Ja. Hier ist natürlich auch McDonald's, Burger King. Wobei, bei Burger King haben die hier nichts in vegan. Ja. Wo magst du dann geradeaus? Ja, lass uns mal zum Hafen gehen. Ja, gucken wir mal zum Hafen. Ja, Rot. Das ist hier die Hauptstraße, die direkt hier unten am Hafen entlang führt. Rechts und links. Hier einen Parkplatz kriegen, das ist schon echte Glückssache. Also wir haben uns bei einem großen Kaufhaus, Einkaufscenter haben wir uns in die Tiefgarage gestellt. Unweit von hier? Ja, und das ist einfach am bequemsten und auch am günstigsten. Also die portugiesische Sprache lehnt sich sehr ans Spanische. Wenn man aber hier ins Café reingeht und dann kommt jemand, dann fragen wir zunächst, welche Sprache sie bevorzugen. Deutsch, Englisch oder Spanisch, weil wir kein Portugiesisch sprechen. Aber ich denke, die könnten Spanisch eigentlich verstehen. Aber da sind die bockig. Die wollen dann lieber Englisch. Ja, aber das ist in Frankreich ganz genauso. Ich weiß noch, als ich in Paris war, und wenn du versuchst, nur denen ihre Sprache zu helfen, die merken das ja so ganz sofort, dass du ein Deutscher bist oder so. Das, aber, ja klar, allein unser Dialekt. Genau, aber wenn du es versuchst, dann freuen die sich drüber und dann auf einmal wundert man sich gar nicht, dass sie dann in deiner eher auf Deutsch antworten oder auf Englisch antworten. Aber Moment, allein, Moment. Ich bin, glaube ich, in Kaugummi getreten. Okay. Und da freuen die sich drüber und dann klappt das auch einfach. Ne? Aber Aha. Wenn man natürlich gleich mit Englisch anfängt oder so, dann sagen die gleich... Ja, dann tun die so, als würden die nichts verstehen. Genau, ja, ich nichts verstehe. Nee, ne? Machen die nicht mit. Ja? Und die Portugiesen und die Spanier, die sind sich nicht so grün. Deswegen verweigern die Portugiesen das Spanisch. Und wenn man dann ihnen entgegenkommen möchte und Spanisch mit ihnen spricht, dann gilt das als unhöflich. Das sagen sie uns aber nicht. Das ist ganz gut, wenn man das vorher weiß. So, und hier liegt Geld. Jo. Ja. Hier kann man nur noch die Hunderttausende lesen. Jo. An den Booten lesen. Boot schreibt man nicht ohne Grund mit Doppel-O.
da drüben eine AIDA, darf nicht fehlen. Hier haben wir dann auf der linken Seite haben wir dann noch so ein Piratenschiff. So ein Piratenschiff. Das haben wir heute Morgen von unserem Balkon aus gesehen. Da haben die auch so eine Reise gemacht. Da dachte ich zuerst, ist das so ein Transportschiff mit Kran drauf? Aber nein, das ist das hier. Ja, und dann hat Ralf noch gesagt, oder ist das echt? Und da habe ich gesagt, das wäre ja ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das macht überhaupt keinen Sinn, ja, als echtes Piratenschiff vor der Orca-Bucht zu stehen. Wir können halt mal rübergehen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie so eine Reise verläuft mit so einem Piratenschiff, dann schaut mal bei uns im Kanal. Wir haben nämlich schon mal daran teilgenommen, aber auf Teneriffa. Santa Maria de Colombo. Ah. Sieht schön aus. Aha. Ja, und da auf der linken Seite, da kann man wahrscheinlich, wo die Leute da sitzen, kann man wahrscheinlich die Reisen buchen. So nehme ich das jetzt mal an. Hm. Ist anzunehmen, ja. Ja. Hier, da sind so die kleinen Boote, sieh mal. Ja. Möglicherweise sind das Begleitschiffe, damit das Größere aus dem Hafen rausfährt. Oh, das weiß ich jetzt auch nicht, ob es das braucht. Das sieht vielleicht nur aus, alt aus, ist halt aber für schon neue Technik drin. Das dürfte es ja gar nicht aufs Meer raus. Mhm. Oder? Aber klasse. Ozean ist ja hier der Atlantik. Ja, früher haben sie ja diese Fische, die Schiffe mit Teer verleimt, ja, damit dann kein Wasser eindringt. Ja, so sieht war alles geteert. So sieht das ja auch fast aus, im Dunkel. Neue AIDA. Ich weiß gar nicht, wie groß die Flotte von denen ist. Nee, ich auch nicht. Ja, quer über den Hafen, da sieht man da oben, etwas höher gelegen, sieht man da auch so eine Parkanlage. Da kann man sehr schön sitzen, man kann auch wunderbar was verzehren, kann runtergucken auf den Hafen. Einziges Manko war dort, so, als wir da waren das letzte Mal, sie verfügten über keine eigenen Toilettenanlage. Da musste man erst einmal so ein Treppchen rauf, Treppchen runter und dann öffentliche Toiletten benutzen. Aber das war, ich weiß nicht, ob das noch in Arbeit war oder was, aber jedenfalls zu unserer Zeit, wann waren wir hier, vor 2 Jahren? Nee, 13 Monate. 13 Monate her schon? Ja. Oder war das Teneriffa? Das war Teneriffa. Ja, 2 Jahre dann. Ja, 2 Jahre. Da war das also nicht gegeben. Aber sonst Ausblick alles und auch die Parkanlage oben. Wirklich echt dufte. Ja, und hier, guck mal, der Katamaran. Ja, Wahnsinn. Mann, oh Mann, da kannst du aber Geld in die Hand nehmen. Ja. Mit Trampolin da vorne, 2 Stück gleich. Oh, Trampolin ist gut, die Sonnenliegen, ne? Ja, und dann sieht man natürlich jetzt das Bergmassiv im Hintergrund von uns. Oh nein, guck dir mal das da oben an. Sterben hier auch die Bäume? Die sind vertrocknet, ne? Ja, das kann sein, dass das hier auch losgeht mit dem Waldsterben, aber... Jetzt kann man sich mal vorstellen, warum eigentlich Funchal, wenn man hier wohnt, an den Hängen, warum das hier so teuer ist. Erstens ist es rammeldicke voll und zweitens ist es hier echt atemberaubend gelegen. Wir sind ja gestern Abend, als wir den Wagen zurückgeholt haben, sind wir ja hier lang gefahren über die Autobahn und dann hat man das in der Dämmerung abends so beleuchtet gesehen. Fantastischer Ausblick, ja, auch auf die Hafenanlagen. Mhm. Vielleicht sollte man da auch mal drauf hinweisen, es ist ja jetzt Ende Januar. Ja. Und da vorne steht ihr Weihnachtsbaum. Ja, auch überall in der Stadt findet ihr überall Weihnachtsbeleuchtung und sie machen die auch an abends. Ja, also man hat fast das Gefühl, die lassen die einfach stehen bis nächstes Jahr, bis nächste Weihnachten. Ja, das ist ja, also so viel wie die aufzäumen hier, das muss man wieder abzäumen, kannst du es lieber gleich stehen lassen. Ja, spart Arbeit, ne? Mhm. Ja, ab und zu mal ein bisschen, sag ich mal, den Staub abputzen, ne? Und dann passt das schon wieder. Ja, wir können ja mal rechts rumgehen. Mhm. Da oben, irgendwo steht hier auch Ronaldo als Figur gegossen. Ja, ich glaube, der steht da hinten. Da hinten, ja, da ist die zentrale Hafenverwaltung und alles. Und da ist dann diese Skulptur direkt unterhalb von dem Park, den ich vorhin beschrieben habe. Der Fußballer Ronaldo. Ja. Der stammt von hier. Oh, der hat gut Geld gemacht. Ja, das ist richtig. Der sagt sich, solange ich noch kann und in bin,
Ne? Mhm. Ja, man muss sich immer überlegen, welche Jahreszeit wir jetzt hier gerade haben. Ja. Ja, bei uns in Hahnke liegt jetzt gerade Schnee. Ja. Und zwar reichlich Schnee. Ja, ich schätze mal so, ich habe vorhin mal geguckt, bei uns so 30 cm könnten wir haben. Es ist tief neblig. Also so unangenehm nasskalt. Und hier 24 Grad, angenehmer Wind, fast wolkenfrei. Hier links läuft eine Dame in einem Kunstpelz. Das sieht man hier auch viel, obwohl wir jetzt hier im, ja, ich in so einer dünnen Bluse und T-Shirt und Ralf nur T-Shirt. Jo. Sind aber einige Einwohner, die bei diesen Temperaturen Winterkleidung tragen. Ja. Eigenartiges Bild. Hier links sind Damen da mit nackten Beinen, auch ganz leicht bekleidet. Und dann kommt ja jemand wieder entgegen mit Winterkleidung. Das hier sind Kastanien. Der Herr verkauft geröstete Kastanien. Ah, gut. Ups, dann mal schnell. Ja, gehen wir mal rechts rum. Also alle Straßen hier abzulaufen und zu beleuchten, das ist fast unmöglich. In 14 Tagen schon gar nicht. Ja, und es würde sich auch wahrscheinlich keiner dafür interessieren, Material über so viele Stunden anzusehen. Manche Straßen. Muss abschnittweise, muss sowas machen. Ja. Aber dann, das ist zu schade, weil es gibt auch so fantastische Aussichten. Ja. Beschriebenen McDonalds und wie sie alle heißen, angesiedelt. Taxistand. Du weißt, ne? Ich habe das Mikro und somit die Macht. Ja, ich habe auch meinen Schnabel gehalten. Hört man ja so oder so nicht. Hier, da wieder mit Mantel. Was ist da, Schurwolle? Oh, oh, oh. Schön warm? Ja. Ja, ein bisschen warm. Du hast doch den Schnabel. Ja, hier zur Rechten haben wir den beschriebenen Weihnachtsbaum. Mhm. In einer etwas abstrakten Form. Ja, andere Länder, andere Sitten. Ja, lass uns mal links hochgehen, damit wir wieder mal in die Altstadt kommen. Ja, letztens war ja in der Bild-Zeitung und da haben sie so einen Kran gezeigt, wie der verladen wurde in China von einem großen Schiff runter. Wurde dann festgeseilt, haben sie ihn angehoben, da sah noch alles prima aus. Und als sie ihn dann schwenken wollten, dann ist dieser 48-Tonnen-Kran, ist vorne, sind wohl die Bolzen abgeschert. Und dann ist der vorne runtergesackt. Niemand ist zum Glück zu Schaden gekommen. Aber das Fahrerhaus, das war nur noch ein Knitterlook. Oh, hier machen sie was neu. Haben erst mal Mittagspause. Ja. Ja. Überall Restaurants. Also es gibt auch hier vereinzelt Häuser,
Die sehen eigentlich ja, fertig aus, ne? Ja. Aber es wird kein Objekt aufgegeben. Über kurz oder lang kommt irgendjemand, ja, der es kauft und es wieder aufbauen lässt. Ja. Hast du hier eine leere Ladenparzelle gesehen? Hier unten in Funchal nicht. Schick, schick. Schick, schick. Ne? Ja. Die war hübsch. Mal sehen, was von der Musik nachher noch über ist. Stevie Wonder. Ah, das kannst du wahrscheinlich rausschneiden. Ja. Also, es war Isn't She's Lovely von Stevie Wonder. Ja, sagst du das auch noch auf YouTube? Ja, dann brauchen sie nicht suchen, oder wie? Ja, genau. Nein, nein. Erzählen darf ich es ja. Gehen wir mal geradeaus. Hier gibt es auch sehr viele Apotheken und Drogerien. Ja, wobei man sagen muss, dass das wahrscheinlich mit der Ernährung zusammenhängt. Wir waren ja im Supermarkt drin und haben gesehen, dass sie eigentlich keinen Zucker haben, wenn dann Rohrzucker in Braun, das ist ja schon mal besser. Aber hauptsächlich haben sie mal Zuckerersatzstoffe, Süßstoff zum Beispiel. Ja. Das ist ja noch schlimmer als Zucker. Ja. Da schießt man sich ja die Bauchspeicheldrüse in noch größerer Geschwindigkeit ab. Ja, mancher ist der Meinung, der tut sich einen Gefallen damit, wenn er den krankmachenden Zucker gegen Zuckersatzstoffe tauscht und weiß gar nicht, dass das, was er dann nimmt, ihn noch schneller zu Fall bringt. Ja, in diesen Ländern ist Weißmehl und Zucker ganz groß angesagt. Und deswegen brauchst du auch so viele Apotheken. Hier war ich schon mal drin, links. Hab mir eine Hose gekauft, die da nicht passte. Doch, hier ist der erste Laden. Auch nur ein Zeitspiel, ist ja wieder voll. Aber die sind am Renovieren. Siehst du, ist einer raus, ist der nächste gleich wieder drin. Links auch. Ja. Das geht hier eigentlich ganz schnell. Guck mal, das ist die Weihnachtsbeleuchtung. Man muss sich das mal an, man muss mal nach oben gucken. Das ist alles Weihnachtsbeleuchtung. Ja. Und dieses auch. Und das ist so viel, so aufwendig, dass nachvollziehbar ist, dass sie das nicht abbauen. Ja. Ja, ja. Ich denke, das hängt das ganze Jahr. Wenn man sich mal die Verschraubungen anguckt und wie es zusammengesteckt ist, könnte das länger sein. Oder? Man sieht es ja meistens immer, wenn es verschraubt ist und gemacht. Nee, das sieht doch ziemlich jung aus. Nee, das kannst du nicht, dass sie das jedes Jahr abbauen und dann wieder anbauen. Nee. Doch, an den Kabelbändern oder so, die sehen ziemlich jung aus. Wann wollen die denn damit mal anfangen, das Ende Januar? Ich weiß nicht, lassen Sie es bis Ostern. Das passt ja dann auch schon fast wieder für Ostern. Ha. Ich sagte ja schon letztens, wir waren das hier bei ist beim Marktkauf. Bäcker, Brötchen. Und der hat schon bunte Ostereier gekocht. Warte mal. Das hier ist so eine Art Ökoladen, ja? Links? Ja. Ach ja, das mit der Kuh hier links, das ist so eine Kette. Das seht ihr auch ganz viel auf den Kanarischen Inseln. Da ist dann immer so eine Kuh. Und die Luft ist angereichert mit Essensgeruch. Wie spät ist das? Kurz vor zwei. Nach deutscher Zeit kurz vor drei. Da spielt ja hier keine Rolex. Gehen wir noch mal rechts rum da, zu dem Platz.
Das ist hier besser. Also wenn man hierher kommt und möchte sich ein Auto leihen, viele machen das schon von Deutschland aus, und dann suchen die sich ein schönes Auto aus, was schön ist, ne? Und schön groß und repräsentativ. Aber Leute, ihr tut euch keinen Gefallen damit. Hier sind die Straßen ganz okay. Hier kann man gut fahren. Aber kommt mal aus dem Kern raus oder von der Autobahn runter. Oder in den Parkhäusern. Ich sag euch, ein einziges Nightmare. Ja, Albtraum. Und da ist so ein Motorrad oder Roller, ist da besser. Dann hast du vielleicht keine Wendemöglichkeit. Im Hintergrund sieht man geradeaus jetzt von mir aus gesehen wieder mal die Berge. Mit toten Bäumen obendrauf, die haben das Problem auch, nur noch nicht so ausgeprägt wie bei uns. Sieht man so einen rosafarbenen Hotelkomplex. Und rechts von diesem Hotelkomplex gibt es einen botanischen Garten. Da gehen wir mit euch noch hin. Ja. Mit Drohne, wir haben Fluggenehmigung. Kann nur sein, dass die Eigentümer selber uns dann sagen, dass die das nicht möchten. Aber wir haben für alle Bereiche hier Fluggenehmigung geholt und nur so dürft ihr hier auch fliegen. Ja. Also da müsst ihr euch übrigens rechtzeitig drum bemühen, nicht ein, zwei Tage vorher. Die brauchen immer doch so teilweise schon jetzt fast 4-5 Tage für eine Genehmigung, und man darf auch nur pro Pilot 3 Flugziele pro Tag angeben. Aber wir sind ja 2, Gott sei Dank. Ja, genau. Also können wir 6 Flugziele maximal, man gibt ja so oder so einen Bereich an, also nicht nur den Tag, wenn man fliegen darf, sondern ich möchte gerne fliegen, ich sag jetzt mal von heute in die Zukunft 2 Wochen. Und in diesem Bereich kann man das dann nutzen. Mhm. Hm? Man kann noch größere Bereiche wählen. Wollen wir da hoch? Ja, wir können da mal gerade. Und dann kommen wir vielleicht in die parallel liegende Fußgängerzone. Schatzebrücke, ja. Ich habe das Mikro. Ja, weiß ich. Bewässert. Ja, da würde ich mir ja so einen Automaten dahinsetzen, ne? Immer wieder so einen Schlauch einmal langlegen und dass ja alle paar Meter da was rausgesprenkelt kommt. Ja. Das sieht aber ein bisschen uninteressant aus da oben, ne? Ja, da wollen wir nicht ran. Dann gehen wir wieder zurück.